Hallo miteinander und herzlich willkommen bei MediTV. Schön, sind ihr da und wir spielen heute wieder Satisfactory. Und wir schauen, was wir heute alles machen können. Das eine Ziel wäre ja mal, dass wir obendran würden, das Förderband bauen, damit wir eigentlich die intelligente Beschichtung hier in unseren Weltraumlift reintun. Jetzt habe ich noch ein kleines Tastaturproblem, habe ich jetzt das Gefühl. Einen Moment. So, jetzt passen. Wir gehen hier gerade hier rauf zu unserem Lager und würden hier eigentlich unsere kleinen Förderbänder bauen. Das sollte lange vom Material her. Gehen wir gerade schnell hier rauf. Und dann schauen wir nachher weiter, was wir denn hier bauen. Das sind unsere Dings und da haben wir schon unsere 66 Stück. Dann nehmen wir doch hier unser Förderbändchen und gehen gerade hier rauf eigentlich. Jetzt bin ich sicher noch 1, 2 drin. Ist aber nicht so tragisch. Gehen hier rauf. Und sagen hier eigentlich einmal bis da an. Und das Ganze da rein. Das Material kommt schon. Jetzt Anzeige rechts oben, fühlt sich die gerade automatisch. Und das Ganze haut schon rein. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen retten. Dann haben wir wahrscheinlich. Ah nein, ich muss noch den Button hier wahrscheinlich drücken. Ja, genau. Muss das Ganze beladen, versiegeln und dann versenden. So, in dieser Zeit, das geht schnell. Wir warten schnell, bis das Ganze aufgefüllt ist. Während unsere erste Phase abschliessen und während somit Stufe 3 und 4 freischalten. Wunderbar, da kommen schon die letzten rauf. Und in der nächsten Stufe brauchen wir dann glaube ich auch schon wieder intelligente Beschichtung, dass wir das gerade so stehen können. 50 Stück haben wir erreicht. Wir gehen und das Ganze einmal versiegeln. Project Assembly Pioneer. Wir schauen schon die Präsentation an. Congratulations. The Phase 1 Project Part Shipment is now ready for delivery. On delivery, Phase 1 will be completed and the distribution platform. Und die Verteilplattform wird gebaut. Ah, das ist neu in dem Fall. Genau. Das ist gut. Wir werden nachher auch unsere Energie automatisieren. Steel production, personnel transportation and many more. Completing phase 2 of project assembly is your next und könnt denn da als zweite Stufe unsere intelligente Beschichtung machen, wo wir jetzt schon haben, mehr Zweckgerüst und die automatische Verkabelung. Und wir arbeiten da miteinander, auf das freue ich mich. So, läuft das ganze Schauspiel an. Da ein Retour. Ah. Das ist jetzt grösser geworden, oder? Jetzt ist es noch am Laden. Schuss nach oben. Ui. Ah, schaut mal an. Ist das vorher schon so gewesen? This is only the beginning of Project Assembly, the first step towards saving the day. You have performed adequately so far. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn schon okay und sonst, ich finde es cool, dass es da etwas gibt. Oh, da wird mega groß da. Wow. Continue the work for Fixit. It is time to start the work on Phase 2 of Project Assembly.
So, jetzt brauchen wir 1100 Verkabelungen. Wir gehen jetzt einmal runter, schauen, wann wir weiter noch forschen können. Rotoren funktioniert auch. Ich habe noch Lagercontainer vorne noch nicht gemacht. Komm, ich nehme da mal noch die mit, falls ich etwas brauche. Und da haben wir, schaut mal traumhaft an. Wir nehmen da mal ein Stück bisschen mit. Füllt unser Lager. Da können wir sich auch brauchen. Und da hinten habe ich auch noch ein bisschen Lagercontainer mit Schrauben und Rotoren. Neue Rotoren nehmen wir mal mit. Und Schrauben können wir sicher auch mal noch 500 sicher verträgen. So, gehen wir runter, schauen, was wir forschen können. Da hinten sollte er sein. So, jetzt muss ich da schnell schauen, mich ein bisschen auf die Seite nehmen. Und zwar, was haben wir jetzt da? Da haben wir alle noch ein Ding, das wir brauchen, auch von den Bienenblüten. Spinnen, da sollte ich meinen Standort kennen. Und das haben wir auch nicht. Ah, das ist noch auf etwas anderem. Gut, da gehen wir nachher schauen. Den Alien-Technologie haben wir einmal SAM-Analyse und einmal den Sommerloop-Analyse und da haben wir dann die dimensionales Depot. Gehen wir jetzt zu den Nährstoff. Da haben wir doch die Beere. Und die Pilze sind vielleicht auch dort, wenn wir nachher mal schnell schauen. Elektroschnecke, wenn wir noch die... The pale berry, due to its tendency to stay light in color, even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Und dann haben wir noch einmal Quarz und Quarz. Wenn wir schnell schauen, da brauchen wir nochmal 8 Stück davon. Die Quarz können wir schnell da hineinholen. Wir waren jetzt gerade da, gewesen, da könnten wir nachher eigentlich auch mal einen Miner aufbauen. Denn. Da ist Erz können wir da mal wegnehmen. Dann sieht der auch schnell super aus. Und irgendwann kriegt das Quarz da hinten. Habe ich jetzt gerade Tasche. Ja, sieht gerade so aus. Oder ist es gerade da hinten gewesen? Ich weiß, dass ich da bei der Stein war, aber. Und da ist nochmal Kalk. Kann ich den schon suchen? Oh, das ist die falsche Taste. Oh, Quarz. Hä? Ist das nur so ein kleines Dings gewesen? Oh ja. Da kommt gar nichts. Hier da hinten. Das ist zu weit, glaube ich. Jetzt schauen wir an, was einte ist einmal noch gewesen, und ich habe schauen. Da wäre so vielleicht ein idealer Ort für unsere Kohlefabrik. Da oben ist unser Stahl. Da ist natürlich. Da haben wir auch noch Eisenerz und dann ist da auch Eisenerz. Also können wir einiges noch erweitern. So, und ich habe das Gefühl, war das Quarz da hinten? Einen Moment, schnell, da ist ja schon unsere Kupferproduktion. Das war etwas anderes. Ja, so weit laufen wir, glaube ich, nicht. Oh, ja, die holen wir uns da. Oh nein, komm. Ah. Da war es. Da können wir auch brauchen. Dann haben wir da alles. Noch ein bisschen Beton. Beton. 38 verstärkte Platten. Rotoren machen wir auch schon. Stangen. Da ist etwas anderes. Kabel.
Und was braucht es da, um das zu öffnen? 40 Megawatt. Das dürfte nicht so ein Problem sein. Dann können wir das mal öffnen. Da hinten ist ja unser Lager schon. Dann machen wir das Ganze da mal anschliessen. Gehen schnell dahinter. Jetzt hoffe ich, dass der Mast noch dort frei ist. Ja. Wunderbar, dann sollten wir den Strom haben, um das Ganze mal schnell öffnen. Und dann haben wir unsere erste Festplatte. Fast kein Platz mehr. Damaged hard drive successfully acquired. Das Quarz, ja, es wäre schon gut, wenn wir es wieder holen. Aber so weit ist es nicht mehr. Wohl doch noch. Speculation as to why there are crashed freighters in your fix-it designated zone is discouraged as in your contract. Ist eine Spinne. Ah nein, den brauchen wir glaube auch noch. Jetzt muss ich mich nachher noch verabschieden vom Material. Ups. Oh, hat noch Platz gehabt. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Wo kommt jetzt da wieder? Wow, Elektroschnecke, cool. Nehmen wir den, nehmen wir den, gerade mit. Ah, wir haben mich angeklickt. Oh, jetzt bin ich auf der Seite, hol mich noch gleich wieder. Ah, so, da bin ich wieder. Das Ganze da mitnehmen. Nochmal schnell schauen, dass ich mich hier nicht zu weit verlaufe. Ja, ich denke, das ist viel näher. Gut, haben wir eine kleine Tour gemacht. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo Schneck oder so. Da haben wir glaube ich auch noch nicht. Schwefel. Ja. Dann schauen wir, dass wir da schnell ein Fundament bauen, dass wir schnell da rauf können. It is fortunate fix-it helmets are of such high quality. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Dann einmal schalten Zoom. Bauen da schnell da an. Oh oh, ich habe das Gefühl, da geht es aufs Loch herab. Super. Ja, das war jetzt nicht gewollt gewesen. So kann man nicht wollen. Dann wollen wir das mit dem Quarz in dem Fall verschieben. Ah. Ah, haben wir noch Glück und es ist. Ah, ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben. Wird schon da rundum schauen. Ob wir etwas haben. Ja, ich möchte nicht so weit runter. Nein, dann lassen wir es mit dem Quarz. Ah, wie von da kommen? Das ist ein bisschen zu hoch. Gut, wir haben Glück und wir können noch von da hin. Also geht es wieder so weit runter. Oder sind wir da gerade drinnen? So, nochmal schnell schauen. Entweder oder. Ja, ich sind wir schon draußen. Hä? Oh. Vom Leben her soll es gehen.
Oh, die brauchen wir auch noch. Aber kein Platz mehr. Von Walter noch mal uns. Einmal von dem, von den Blättern drin noch mal uns. Und einmal von dem und einmal auf dem Holz. So, das ist das, was wir brauchen, die Pilzli. Und da kommt gerade wieder ein Schneck. Und die brauchen wir auch noch. Holen wir da die Jäger auch noch mit. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Einmal da über. Da sind wir gerade beim Quarz langsam. So. Aber jetzt sind wir wieder rauf. 100 Meter, komm, einfach da unten irgendwo. Die nehmen wir gerade auch noch mit. Ja, da ist das Quarz. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von denen brauche. Einfach schnell mitnehmen. Dann holen wir noch ein schönes Quarz. Da hat es auch noch Pilzli. Die nehmen wir auch noch mit. Und noch ein Pilzli und dann gehen wir schnell zum Quarz. Oh, da hat es noch ein Pilzli. So, das sollte jetzt sicher auch lange. Zwei Pilzli. Und da ist doch unser, ja, genau. Minenfeld holen wir jetzt gleich schnell ab. Und füllen das Ganze mal ordentlich. Und ich würde sagen, ich schalte euch dazu, wenn ich da genug viel Material gesammelt habe. So, das Inventar ist voll, habe jetzt hier 300 gesammelt. Das Einzige, was mich jetzt gerade Wunder nimmt, auf dem Weg gibt es einen Schwefel, kann ich mal schauen. Also da haben wir ja 3 Stück an Feldern. Jetzt gehen wir wieder retour. Und ich würde sagen, auf dem Retourweg, da mache ich auch nochmal schnell einen Cut rein. Und ich melde mich dann wieder. Da kann ich abbauen, aber grassiere jetzt da. Ich melde mich wieder, wenn ich auf dem Rückweg an meinem Lager angekommen bin. So, wir sind beim Kupferfabrik. Ah, schaut mal, was da noch hat. Quarz. Dann habe ich es so gemeint, dass ich es so gefunden habe. Ich weiß, dass es da unten eigentlich auch noch ein Versteck sollte haben. Da nehme ich euch schnell mit, darum habe ich euch schon eingeblendet. Dort ist doch der Eingang, oder? Schnell schauen. Weil ich glaube, wir brauchen noch eine Spinne. Dann müssen wir mal von etwas trennen. Ja, den Kupfer brauche ich nicht. Wir stellen den gerade selber her. So, die Angst haben vor Spinnen, sollen jetzt schnell wegschauen. Da sollte ich jetzt gerade eine haben. Die kann ich mitnehmen. Oder jetzt sogar keine Spinne. Ah! Oh! Nein. Keine Spinne. Ah, mal da. Ich habe doch gedacht, etwas hat es. Und da habe ich gar nicht gewusst. Aber da können wir nochmal etwas mitnehmen. Weil da können wir dann die Summerloops. Jetzt wollen wir schnell schauen, dass wir nochmal etwas wegnehmen von unserem Inventar. Hat dort nicht weh. Und die möchte ich noch behalten. Dann nehmen wir es wirklich von den Kabel. Ja, machen wir. Und unseren ersten Summerloop. Was haben wir mit dem machen? Summersloop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. Schon noch nicht spannend, nochmal eine Spinne. About the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Möbius strip has found its way to both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application.
Fun fact. The planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted named Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. Gut, also forschen hat es geheissen. Jetzt gehen wir nochmal an unsere Forschungsbank. Forschen die 3-4 Sachen, die wir jetzt auch schnell geholt haben. Dann machen wir noch eine Forschungsfolge. Muss aber auch sein. So, Schwefel können wir. Dann können wir hier Schwarzpulver herstellen. Da habe ich alles nicht. Dann Quarz. Können wir noch Quarzkristall herstellen und mit neuen Shop-Produkten. Ah, das ist mein Exoskelett. Da möchte ich unbedingt haben. 50. Ja, Quarzsand. Machen wir gerade. Jetzt brauche ich 50 Sand. Die stellen wir auf Chat manuell her. Oh, schau mal, wie viel das wir machen können. Oh, ich habe immer noch zu viel im Inventar. Dann gehen wir schnell zu den anderen. Gut, jetzt haben wir hier einmal das, was wir forschen können. Dann können wir Protein herstellen. Bestätigen. Wir haben auch die Spinnenbeine. Und wir haben einmal die Spuckerforschung. Und da brauchen wir 5 Alien-Protein, die können wir gerade herstellen. Sind die auch da? Ja. Machen wir noch die gerade. Ich habe noch zu viele Sachen im Inventar. Ich glaube, die und die brauchen wir gerade nicht. Da haben wir gesagt, mal 5 Stück brauchen wir. So, jetzt gehen wir wieder da rein. Wir sind da gsi. So, jetzt hier unten. Wir haben hier nochmal, ja, das andere Buch ist schon wieder, medizinische Inhalator. Wir haben einmal Strukturanalyse. Und da hätten wir Inventarplätze mit nochmal 2 Essen. Und die machen wir schnell. 2 Essen und 600 Kabel. 2 mal Essen. Und Kabel haben wir gerade gesagt. Die haben wir gerade da hinten noch. Vorher haben wir es gerade weggeworfen. Jetzt haben wir nochmal schnell Zeit, um das Ganze zu holen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ich brauche, aber nehmen wir schon 600. Und nachher wollen wir den Quarz noch herstellen. Oder Sand. Sand ist es, glaube ich. Und dann nochmal an. Wir waren, ich glaube, da. Nein. Binärstoff? Nein. Ja, die haben wir jetzt wollen. So, nochmal da rauf. Ich glaube, da sind wir gewesen. Oh, genau 1000 haben wir. Jetzt gibt es da 6 Plätze mehr. Ja. Yeah. Gut, da haben wir. Da können wir eh nicht machen. Da auch nicht. Da haben wir. Da wäre gut. Gehen wir schnell weiter schauen. Den Summerloop haben wir. Forschung starten. Da gibt es eine Alien-Energiegewinnung. Summersloops are somewhere between battery and conduit, harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the space-time continuum and distributing it into its connected ecosystem. Ja, da haben wir alles, was wir gesagt haben. Similarities to the hypothetical force of energy to potentially be one and the same. Blaue Schnecke, haben wir auch noch eine.
Ah, da kann ich Schneckenscan machen. Komm, machen wir. Ich lege viel Material rein. Bestätigen, Schwefel haben wir ja gemacht. Dann haben wir jetzt so den Quarz. Und den Quarz haben wir gesagt, brauchen wir 50. 100 Quarz, 200 Sand. 250 Sand. 250 Sand und 100 Dings. 250 Sand. Wo sind die da? Oder wird knapp mit den 100? He? Das geht so nicht. Aber ja, nun. Aber wir haben unser Exoskelett und das ist mir am wichtigsten. Ja, dann mache ich gerade 5. Könnte vielleicht gleich noch lange. Wie viel 30? 32 braucht 3. He? Wahrscheinlich wird es genau nicht gehen. Ich brauche 100. Nein. Und 75 kann ich erst, dann lange niemals. Die Frage ist, was denn wichtiger ist. Ja, da brauche ich 200 fürs Exoskelett. Dann muss ich ja schauen, bevor wir jetzt hier noch ein Zeichen machen. Die können wir mal machen. Sechs Inventarplätze. Blade Runners unlocked. Equipped to run. Ja, komm, wir nehmen nochmal die 6 Inventarplätze. Mit Platz kannst du nie genug haben. Wir sind um die 200 rum und die anderen sind 108. Ja, geht genau nicht auf. Gut, oben haben wir ein Feld. Ich weiß nicht, wie viel das es gibt. Aber der verbraucht auch gerade 3. Da sind wir auch schon bei 96 unten. Ja, nun. Aber wenn wir jetzt die 200 durch, dann haben wir unser Inventar noch mal erweitert. So, die letzten 5 noch. Da haben wir. Und dann gehen wir noch mal hier runter, gehen zu Quarz und machen hier noch mal Forschung starten. Gut, jetzt haben wir glaub, alles geforscht, was wir forschen können. Wir gehen einmal hier hin zum... Ah. Wir gehen da hinten hin und schauen, was wir jetzt brauchen für unser Exoskelett. Da sind... 20 Quarzsand. Zurück haben wir noch etwas. Die 20 machen wir noch. Vielleicht haben wir es auch noch nicht gemacht. Sonst hätte ich wieder einen Quarz geholt. So. 15. 20. Und endlich ist das ein Update, das sich lohnt. Und dann nehmen wir das hier rein. In die Beine. Und ihr seht, oh, schon ein Mehrwert in diesem Spiel. Was habe ich noch gesehen? Gerade die Pilzli, die habe ich jetzt auch schon verbraucht, oder? Ja. Dann können wir die auch mal hier in unseren Container rein tun. Das auch und das auch, so wie das. Ich glaube, den brauche ich jetzt auch nicht. Wir sortieren da mal schnell. Dann haben wir auch noch auf die Seite. Und eine Festplatte können wir ja mal noch forschen. Festplatte. Und startet hier auch unseren Scan. So. Wie gehen wir weiter vor? Ich möchte jetzt eigentlich das Ganze mal automatisieren mit dem Strom. Da sind es zwar noch dran am Produzieren. Das sollte lange, aber das Problem wird sein, ich komme nachher in der nächsten Produktion dann halt schon relativ weit rauf, mit einem Verbrauch von 171 MW, einem Maximalverbrauch von 328, also wenn alles läuft, würden wir zu wenig produzieren. Jetzt haben wir 2 Kohleminen.
Und die zwei Kohleminen, bin gerade überlegen, Wasser brauchen wir auch noch. Das heisst, ich brauche. Wir müssen mal alles vorbereiten. Wir brauchen mal. Bevor wir jetzt hier weitermachen, sorry. Wir haben ja Dinge so freigeschaltet. Da machen wir schnell die rein und holen nochmal oben Statoren. Ich muss ja da gewisse Sachen freischalten, dass ich überhaupt Gebäude bauen kann. Da oben sind unsere Rotoren. Jetzt komme ich auch rauf. Boom. 28, das sollte mal lange. Wir nehmen da mal wieder Schrauben mit. Und dann brauche ich wahrscheinlich da hinten auch noch Material. Dass wir jetzt hier ja genug viel Platz haben. Gerade die mal richtig füllen. Da geht immer alles rauf. Nochmal eine Rähme mitnehmen. Nochmal Stangen. Wir schauen nochmal. Ich kann jetzt richtig füllen, mein Inventarlager. Ich habe so viel Platz. Gut. Dann haben wir gerade mal das Nötigste. Gehen hier runter und dann werden wir natürlich alles mit dem Forschen uns beschäftigen. Und dann können wir einmal den nächsten Frachter starten, das war schon die Sprungfläche. Und jetzt sind wir bei Stufe 3 und 4. Wir gehen einmal durch mit Kohleenergie. Wo ich als nächstes möchte angehen, dass wir den Kohlegenerator bauen können. Fahrzeugtransport. Können wir schauen, ob wir etwas machen. Ist jetzt zwar nicht meins, ich warte lieber auf den Zug. Wir haben schon die einfache Stahlproduktion. Für da brauchen wir die Kohlenenergie. Und wir haben eine verbesserte Asset-Sicherheit, wo nochmal Inventarplätze gibt, eine Waffe und nochmal einen Handausrüstungsplatz. In der Stufe 4 können wir den... Oh, der Bauplan. Da brauchen wir noch die 200 Stahlträger. Und wir sind hier schon bei MK3, wo wir auch die Stahlträger brauchen, die fortgeschrittene Stahlproduktion. Hier, wo der Miner 2 schon ist. Da brauchen wir 100 Stahlrohr, Energiespeicher und die Hochspannmast. Und hier einmal die Hypertubes, die wir uns befördern können. Interessante Sache. Aber ich brauche hier überall noch ein bisschen etc. Gut, wir machen eins nach dem anderen. Da bräuchten wir nochmal 50 Rotoren und 500 Kabel. 500 Kabel ist nicht so schlimm. Da bringen wir auch an. Rotoren, ich muss noch schnell schauen, was wir bei den Rotoren brauchen. Da nehme ich alles mal mit. Rotor, das sind ja Schrauben und Eisenstangen. Da haben wir ja genug viel. Und da haben wir ja sowieso noch schon im Inventar. Dann nehmen wir das schnell da. 50 Rotoren haben wir gesagt. Da macht es mit der Produktion noch nicht genau. Und da bringe ich auch noch 40 an. Das Problem sind wieder die Schrauben. Ne? Ich gehe jetzt einmal die Schrauben holen. Jetzt können wir, wenn wir gerade Glück haben. Gut, man muss es auch nicht gerade übertreiben. Aber wir können es so machen. Und zwar sind unsere Schrauben da hinten. Nehmen wir doch gerade nochmal einen 500er Pack mit. Oder sagen wir 1000, die verbrauchen wir gerade. Weil da hinten mit den Rotoren, die da drin sind, da haben wir noch zu wenig. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen so beschleunigen. Dass wir da schnell einfach 500 reinhauen. Wir machen doch da schnell so, dann mag es da auch schneller produzieren.
Da lassen wir sortieren. Dann haben wir das volle, da geht volle. Dann nehmen wir da nochmal Schrauben. Und dann produzieren wir jetzt ein bisschen Rotoren von Hand. Den Rest haben wir gerade hier rein tun. Und die werden wir wieder dort zuschalten, wenn wir die 27 Rotoren gemacht haben. Den Rest werden wir nachher miteinander hier oben holen. So, da bin ich wieder. Rotoren haben wir genug viel. Auch noch schnell Schrauben manuell fertig hergestellt. Dann können wir einmal dahinter. Unsere verstärkte Platte sind genau wieder weg in dem Sinn. Und wir haben einmal den nächsten Frachter, wo wir starten können. Und weg mit dem Ding. So, jetzt haben wir wirklich da mit der Kohle Energie und ich kann neue Sachen scannen. Sind sie gleich mal wunder, wo der Schwefel ist. Ui. To assist with locating and identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. Dann hoffen wir, dass der Kohle näher ist. Eine haben wir, glaube ich, ja schon gesehen. Aha. Eine, zwei. Wir brauchen auch zwei für unser Kohlekraftwerk. Was wäre denn das mit dem Miner? CH2, ja, ich brauche die Gießerei für die Stahlbarre. Das ist sicher da, was wir das nächste noch machen müssen. Da haben wir schon, wir brauchen wieder 150 Rotoren, 500 Dings, da haben wir schon wieder, gerade mal wieder mitnehmen, die sind sicher voll. Ja, alles auflesen. Und da wäre wahrscheinlich auch kein Zeichen, wenn wir da mal schnell einen Lagercontainer würden anfitzen. Damit es da keinen Stillstand gibt. Organisation, Lagercontainer. Und dann nehmen wir gleich die 500 schnell mit. Was haben wir noch? Nochmal 50, 1000 Draht. Haben wir gerade noch. Und das andere sind wieder Rotoren. Ich habe gesagt, ich muss da rauf. Jetzt hoffen wir, dass die Rotoren da ein bisschen besser hergestellt werden. Das sind die verstärkten Platten gewesen. Rotoren ist da hinten. Ja, die Fabrik werden wir eh nochmal aufbauen. Wie wir das Ganze auch größer brauchen, etc. Ja, ich mache natürlich noch zwei Rotoren in der Minute. Ich habe jetzt da mal Schrauben. Sander läuft so weit. Die intelligente Beschichtung und die Räme. Da läuft es so weit. Und dann nehmen wir halt da noch das Material mit. Und ja, da haben wir schon 5% wieder. Das passt. Und jetzt bin ich schon am Schauen mit Kohle. Ah ja, das war viel zu weit weg. Also ich werde jetzt da... möchte ich denn da überhaupt? Ich brauche Schrauben. He? Und mit Schrauben kann ich Rotoren herstellen. 150 Stück. Es braucht schon seine Zeit da. Zäh. Habe ich ja Glück und unsere Lager da oben sind voll mit den Schrauben.
Da werfe ich gerade neue Variante. Und die sind leer. Die Schrauben laufen wunderbar. Platten auch. Eisenstangen auch. Die Sache läuft richtig durch, oder? Ja, die haben wir mal alles gefüllt. Rotoren haben wir eigentlich auch gefüllt. Ja, der lässt so schnell durch. Das sind 40 Minuten. Das sind 10, 20, 30 Minuten. Da musst du 30 Minuten warten. He? Gut, ich werde hier ein bisschen nachhelfen mit der Schraubenproduktion. Weil da kommt eigentlich auch zu wenig rein. Wenn wir ein bisschen unterstützen, mache ich schnell das ohne euch in dem Sinn. Und dann sind wir da auch schnell nach. Also, sage bis gleich. So, der Frachter kommt schon wieder retour. Ich bin ganz frech, sie hat da noch schnell drei Dings angebaut. Konstruktor, damit die können Schrauben herstellen. Aber das funktioniert auch nicht so schnell, wie ich es möchte. Aber wir können schon mal die erste Sache wieder da rein tun. Und zwar alles, was wir haben. Die 1000, die 500. Und sind das Einzige, was wir wieder warten, sind die Rotoren, die wir vorher schon gesagt haben. Die 22 haben wir schon. Und ich melde mich nachher nochmal bei euch. Die Stangen gehen uns schon wieder aus. Ja, ist fast eine kleine Produktion. Gut, ist eh eine Startproduktion, müssen noch das andere eh nochmal upgraden, erweitern etc. Macht aber Sinn, dass wir dann auch den Miner 2 haben. Es sind auch nur 41. Die Räume habe ich gerade genug viel. Nehmen wir schnell die Stangen raus. Und der Rest geht alles in die Produktion von der Schraube. Dann machen wir es jetzt mal ganz smart. Du tust das gleich herstellen. Mach da mal schnell eine Pause. Ah. Nein, die Woche keine verstärkte Platte. Da machen wir auch schnell Pause. Dann sind wir da und da. Und dann braucht es da hinten ja Rotoren. Und du machst auch schnell Pause. Da holen wir dann schon wieder auf. Und du kannst produzieren, was du möchtest. Da verbraucht die Schrauben, das ist gut. Weil jetzt fühlt sich alle die da hin. Wenn sie so weit sind. Ja, jetzt fängt es an mit Füllen. Da kommen noch zu wenig Eisenstangen durch. Da sieht schon mal gut aus. So, ich melde mich wieder, wenn wir so weit sind, mit den Rotoren. So, wir haben mal 136 Rotoren kommen wir später. Wir stellen jetzt hier oben noch schnell miteinander die Produktion ein.
Da sollte jetzt, glaube ich, auch raufkommen. Ja, mit dem zweiten Anlauf hätte ich es wahrscheinlich noch geschafft. So. Da haben wir ja alles ausgeschaltet. Schalten wir da wieder das Ganze. Ah, den haben wir eingeschaltet gehabt. Da nehmen wir schnell unsere Rotoren weg. Was da schon mal produziert hat. 144. 145. Schon noch eine rein. Egal. Einschalten. Im Lager sollten wir auch noch ein bisschen haben. Aber den nehmen wir gleich mit. Wenn er will. Da läuft noch alles. Und dann stellen wir die Fabrik da hinten wieder ein. Und vergessen wir es nachher noch. Und plumm. Strom ist aus. Das Geräusch, wo keiner gern hört. Haben wir jetzt gerade irgendwo den Strommasten. Da. Oh, da ist mal etwas zusammengeflogen. Wir schauen da noch schnell an. Den haben wir eingeschaltet. Den haben wir auch noch eingeschaltet, oder? Ja. Jetzt schauen wir gleich noch schnell, was wir im Lager haben von den Rotoren. 11 Stück. Das sollte lange, dass wir die 150 haben. Dann können wir da noch ein bisschen etwas in Betrieb nehmen. Ja, die sind so weit voll gewesen. Da hat alles passt. Nehmen wir 2, 3 nehmen wir mit. Weil wir können hier noch ein bisschen aufbauen. Also, da füllen, da füllen. Und einmal den noch. Und dann sollte es wieder lange. Ja, also, Kohle, Dings, Kraftwerk unbedingt notwendig als nächster Schritt. Wir haben jetzt aber, glaube ich, unsere Statoren. Ja, 7 haben wir noch fahrig. Dann startet nochmal der Frachter. Und können jetzt auch unsere einfache Stahlproduktion machen. Coal and iron can be combined in the foundry to start steel production. Project Part Number 2, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench. Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete Phase 2 of Project Assembly and save the day. Fix it, and humanity is relying on you. Gut, vom Plan her, was brauchen wir, wenn wir da Kohlenstoffgeneratoren brauchen? Wir bauen einen mit 16, sind es gewesen. Müssen 16 gesehen sein. Und dann haben wir Wasser. 5, 6 Stück. Wir brauchen sicher nochmal Kohle. Da müssen 2 sein. Das sind 240 Kohle, wenn ich mich täusche. Was passiert da? Ah, nichts. Und dann haben wir da meine To-Do-Liste. Ja, wir brauchen noch ein paar Generatoren. Miner brauchen wir noch. Die Miners, die sind ja einfach. Zwei und dann müssten wir nur noch schnell warten, bis da ein bisschen Statoren noch mal produziert werden. Aber ich denke, bis wir den Fundament gebaut haben etc., wird sich das auch aufgefüllt haben. Ja, und verstärkt diese Platte kommen auch. Die Produktion haben wir überall wieder eingestellt. Jetzt hoffen wir, dass der Strom genug lang durchhält. Und vom Kohle her machen wir es so. Gehen wir jetzt hier hin. Wir brauchen 2 Kohle. Wenn es kommt. Da hinten ist eine. Und da hinten ist eine, das heisst, wir bauen da hinten irgendwo unsere Kohlefabrik an. Was wir brauchen, ist Wasser. Da ist die Frage, ob es da hinten Wasser hat. Schauen wir die Geschwindigkeit jetzt an.
haben wir hier auch Wasser. So schön wir halt die Förderbänder aufziehen. Ja, da ist nichts mit Wasser. Nichts mit Wasser. Ja, einmal wäre da, wo man Wasser hätte, oder einmal da. Und wir gehen jetzt schauen, wie es da oben mit dem Wasser aussieht. Dann wissen wir, wo wir als nächstes den Standort anbauen würden. Und die Frage ist, ob es auch Platz hat für 6 Wasser. Ui, bin ich da schon richtig? Oh, das ist ja weit weg. Ui. Aber wenn man Schaden hat es gegeben. Ja, das ist zu weit weg. Da oben müsste das Wasser sein. Dann nehme ich aber lieber das andere Wasserfeld. Wir schauen das ganz schnell an. Wäre so knapp gehen. Und das andere ist beim Weltraumlift. Wenn wir die Produktion immer schön am Produzieren. Einfach schön fürs Auge. Da geht es jetzt relativ weit runter. Ha, nicht klappt. Und das andere Wasser wäre da oben. Dann können wir doch so machen, dass wir hier da irgendwo unsere Dings anbauen. Das heisst, wir müssen von hier Kohle herziehen. Jetzt ist natürlich weit weg. Schauen wir es gleich an. Gut, der Tümpel ist nicht viel grösser. So, sind 1000 und einmal haben wir die 691. Ich hoffe, das sind solche, die es reichen, weil meiner 3 haben wir ja auch noch nicht. Und dann schauen wir, dass wir da oben irgendwo, oh, schauen wir die Plattform hier an. Fundament. Dass wir so da hinten eigentlich unser Dings bauen. Zeichnen wir es mal an. Gehen wir irgendwie da hinten. Jetzt hoffe ich, dass da von der Höhe alles klappt. Ja, genau. Aber wenn ich da bin, komm, ich kann es von hier so machen. Dann bauen wir hier unsere Kohleminen an. Nochmal schnell einzeichnen. Gehen da vorne. Sieht es da so aus, wenn ich es bis dahin mache. Ja, die Bäume können wir dann noch wegnehmen. Da drunter hat es ja nichts. Ja, das wäre doch wunderbar. Dann ziehen wir doch schon mal da alle unsere Wände. Dann können wir nachher sicher noch mal Beton holen. Und ich denke, wir haben unseren Platz für unser Kohlewerk gefunden. Dann können wir irgendwie da oben alle platzieren. Und das andere wäre so noch. Sehen dahinter. Und dann langt es sicher vom Platz her. Dann machen wir das nachher noch schön. Jetzt ist dann eh gerade fertig. Ah, 19. Ja, also, ich würde sagen, oben bauen wir unser Kohlekraftwerk an mit dem See, der da hinten ist.
das sollte auch funktionieren. Und dann holen wir irgendwie die Kohle von da hin. Und da werden wir in der nächsten Runde machen mit unseren 16 Kohlegeneratoren, dass wir wieder genug viel Strom haben für das Spiel und die nächste Fabrik. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Daumen hoch, kommentiert doch rein, schreibt Sachen an. Ich schreibe sicher auf jeden Fall retour. Das ist garantiert. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, danke euch jetzt schon, wenn ihr den würdet abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. In dem Sinne, schönes Tagli, ciao miteinander, bis zum nächsten Mal.